Herzlich willkommen zu Minecraft. Unlimited. Unlimited. Stark. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Unlimited. Vorweg muss ich jetzt sagen, falls diese Folge oder in den nächsten Folgen eine Stelle gemutet ist, so wie in der letzten Folge war auch eine Stelle gemutet, ist das Problem, weil ich gerade neue No Copyright Music teste und da kann es sein, dass sich da so ein Schaf im Wolfpelz ein Wolf im Schafpelz versteckt. Heißt, da ist auf YouTube No Copyright Music wird's angezeigt, aber da ist ein Lied drinne, was doch Copyright Music beinhaltet. Heißt, ich muss dann die Stelle leider muten. Ansonsten wird das Video von einem anderen geclaimed. So, ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht, die durfte ich aber löschen. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um einen Weg zu finden, mit Botania zu starten. Gab ja heute ein Update. Oder eher gestern. Und wir haben jetzt Botania drauf und noch ein paar Zusatzmods für Botania, dann noch ein paar Admin-Tools, dass wir zum Beispiel in Vanish gehen können, dass wir gar nicht gesehen werden können von anderen Spielern, dass ich hier in Ruhe aufnehmen kann oder mir gucken können, ohne auf der Minimap angezeigt zu werden. So, ich habe hier auch ein bisschen was gemacht. Ich habe bei jemandem gesehen, und zwar bei Renrik und Equity, dass man das hier doch schon automatisieren kann. Und zwar mit dem Mechanical User. Der ist eingestellt, dass er einen Block aktiviert. Mit dem Rechtsklick, dann fliegen die Nuggets hoch. Die Vakuumtrichter sammeln sie ein, wird alles hier drüben hingebracht. Okay, ich muss dann die Zoom-Taste auch noch umlegen. Wird alles hergebracht. Quarz, Diamanten und Smaragde müssen erst hochgecraftet werden, weil es hier keine Dia-Nuggets gibt und keine Smaragd-Nuggets. Genauso wie bei Quarz gibt es keine Nuggets bei dem verdichteten Schubfach. Und wird alles unten ins Lager gebracht. Ich habe auch alle Erze von meinen Immersive Excavatoren durchbuddeln lassen und wir haben jetzt was vor. Wie schon gesagt, ich war in der Farmwelt, in der Overworld und habe versucht, Botania Blumen zu kriegen. Das Problem ist, Overworld ist hat eine World Border, heißt, da wird nicht weiter nach außen generiert, damit die World-Datei nicht unendlich groß werden kann, falls man Backup aufgespielt werden muss. Farmwelt müsste ich jetzt komplett resetten, das mache ich aber nicht. Nächste Woche ist der reguläre Reset vom Nether und von der Farmwelt. Heißt, vielleicht in einer Woche könnte in der Farmwelt Botania Blumen spawnen, jetzt momentan nicht. Aber es gibt ja die Variante mit Blumendünger. Und der Blumendünger wird aus Botania-Pflanzen hergestellt, die klein gehauen worden sind, oder gelber und roter Farbstoff. Und heißt, wir können hier jetzt schon ein bisschen in Botania anfangen. Ich werde hier mal die 22 Knochenmehl, Blumendünger, wie man es nennen möchte, mal verballern. Tam 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 tam. Müssten wir eigentlich von jeder Blume ein bisschen was kriegen. Und mein erstes Ziel im Botania ist, ein bisschen Mana zu generieren. Also Inventar ist schon voll. Okay. Gut, dann stellen wir das Fass mal hier hin. Das muss eigentlich dort hinten zu der Wolle fahren.
Und ich sehe gerade, wir haben. Was wir jetzt dafür brauchen, um ein bisschen anfangen zu können, wäre ein Wassereimer. Nehme ich gleich beide mit. Cleanstone und Holz. Gut, das müsste passen. Wenn wir mal hier unseren Botania-Bereich für den Anfang hinbauen, machen wir erstmal hier eine Wasserquelle. Okay. Sollte natürlich nicht passieren, dann holen wir jetzt auch noch einen Eimer. Also haben wir eine Wasserquelle, da packen wir das Ding rein und jetzt können wir hier rein theoretisch anfangen. Ah, das war ja reinschmeißen. 4 Stück. Und jetzt sehe ich gerade, bräuchten wir einen Weizensamen. Hier sind ja zum Glück noch welche. Wassersamen, eine leere Hand und noch ein Weizen. Jetzt brauchen wir hier halt eine kleine Fläche. Hier und hier. Dann können wir das Holz umwandeln und den Stein. Dafür hole ich mir dann aus meiner Tasche meine Axt. Und meine Spitzhacke. Das dauert jetzt halt einen Moment, bis das durch ist und dann
könnte man rein theoretisch anfangen. Das erste, was wir mal machen werden, ist so ein Wand of Forest. Forest. Wald. Da geht doch. Stab des Waldes. Wir brauchen hier Lebeholz. Das haben wir gleich. Tatatam. Daraus machen wir den Mana-Becken und Blume, wie heißt denn sie? Daylight? Tageslicht? Sun? Drei gelbe und eine weiße, das geht nicht. Und die Night? Okay, heißt, wir müssen uns erstmal das Botania-Buch machen. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie die Pflanzen heißen. Ist für mich jetzt eine lange Zeit her, dass ich mit Botania gespielt habe. Ein Buch? Haben wir keins mehr. Okay, muss ich craften. Buch mit Leder. Haben wir Leder? Natürlich nicht. Ich weiß, wie ich an Bücher komme. Das Markte. Das Papier erstmal wegpacken. Für was habe ich denn Villager? You're now invisible. Invis. Vanish. Off. Ist die Frage, wie man das an- und ausschaltet. Ist ja auch gerade egal. Um an Bücher ranzukommen, habe ich bis jetzt immer den Weg genommen über die Villager. Hab mir hier die Bibliothekare rausgesucht. Ne, das ist ein Kartograf. Kartograf. Das ist ein Bibliothekar hier unten. Bibliothekar. Hier. Na komm, noch einer, der mit mir handelt, damit ich hier meine Smaragde loswerde. Wenn er mir noch drei gibt, passt das. Dann können wir jetzt wieder hochgehen. Machen wir mal auch hier so einen kleinen Turm aus Bücherregalen und bauen das mal eben ab. Da haben wir jetzt mehr als genug Bücher. So, dann brauchen wir auch noch eine Werkbank. Die tun wir hier hin. Und dann können wir nämlich alles hier reinpacken und aus der Tasche hier aus arbeiten. Und ich muss mal eben noch kurz in Discord was abschicken. So, und ich wollte jetzt das Buch von Botania machen. Lexika Botania. Irgendein Baumsetzling. Okay, das sollten wir doch hinkriegen. Ich hab doch. Ne, da hinten ist keine Baumfarm mehr. Okay.
Ach, ich müsste mal vielleicht einstellen, dass ich am Aufnehmen bin. Auch keine Setzlinge mehr. Gut, dann müssen wir mal kurz einen Baum verhauen gehen. Ach, fällen wir den einfach schnell, dann kriegen wir einen bestimmten Setzling. So, das passt. Lexika auf Botania. So. In-game generieren der Pflanze 'verbrennt Bücher oder beschriebene Bücher in Mana. Okay. Die möchte ich vielleicht mal machen. Mondscheinlilie. Die Brautstein, da komme ich noch nicht hin. Rose Arkade komme ich auch noch nicht hin. Band of Flame. Damit könnte ich doch anfangen. Zweimal braun. Oder? Braun, rot und hellgrau. Braun, rot, hellgrau. Und das zwei braun, ein grau, ein rot und jetzt noch Weizen. So, dann haben wir die erste Mana-Pflanze, die nicht austrocknet, wenn ich es richtig weiß. Machen wir gleich noch mehr von dem Holzzeug. Das und das. Noch ein bisschen Stein. So, dann machen wir uns erstmal den schönen Stab. Und weil wir so viele von den Blüten haben, machen wir den aus rosa Blüten. Damit könnten wir dann anfangen, im Botanien zu arbeiten. Jetzt brauchen wir noch ein Mana-Becken, das haben wir auch. Und jetzt kann man rein theoretisch anfangen. Noch nicht ganz. Verbreiter war das. Ein Gold und irgendein Block, Blütenblatt, okay. Gold haben wir genug. Wir haben aber kein Holz mehr, heißt, jetzt muss ich hier mal wieder warten. Perfekt.
Stein brauche ich ja nicht so viel, heißt, wir können hier in Ruhe das machen und dann geht's doch direkt los. Ein Gold, ein das und einmal das. Heißt, wir könnten das jetzt hier hinsetzen, den Stab. Du darfst hier reinschießen, die Blume wird mit dem verbunden, und wenn wir da jetzt was zum Brennen hinschmeißen. Wird das erste Mana generiert. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir können ja jetzt mal gucken, das muss jetzt halt alles über Nacht ein bisschen laufen, damit hier Mana generiert wird und Mana-Leere war es nicht. Mana Flux Field auch nicht. Boah, wie hieß denn das Item, um Mana auf mehrere Behälter aufzuteilen? Wenn ich es gleich sehe, dann weiß ich es wieder. Mana Verteiler, ja gut, und dafür brauchen wir Mana Stahl. Dafür brauchen wir Eisen. Okay. Dann würde ich hier mal die Folge beenden und mal ein bisschen Mana farmen, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen was machen können. Gut, ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.